Ja, und damit hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ark. So, ja Freunde, ich habe hier gerade mal so ein paar, ne, noch hier gemacht. Leider, das Material ist, ja, man braucht halt echt viel davon, ne. Und gesehen, ist mir ein bisschen ausgegangen, deshalb leider nur so viele. Und dann möchte ich gerne noch... Ich habe doch die Schrägen habe ich da noch, ne? Ich habe die auch noch drin. Nur so eine Schräge. Ich würde gerne das hier... Also zusammen, wie als wird da Stein rauskommen. Es muss doch da noch eine Möglichkeit für geben. Was so schräg bauen kann, oder nicht? Wann sich Holz? Hab ich nur noch irgendwo Holz? Ich hab doch noch ein bisschen Holz. Ich wenigstens das kurz fertig machen kann, bevor wir dann wieder weiter müssen und Materialien besorgen, ne? Das ist ein Hin und Her jetzt erstmal. Dieser Häuschen steht, weil wir können halt auch so viel noch nicht tragen, ne? Das müssen wir jetzt nach und nach erstmal unseren Tieren Gewicht beibringen und sowas, dass die da genug tragen können. Also ich mal gucken, den Seed-Dinger kann ich abbauen, ne? Ja, den kann ich. So. Weapon-mäßig, ich glaube, ich kann hier momentan nichts mehr herstellen. Foundation. Gates. Glas. Was haben wir noch für Glas? Kristall, Metall und Holz. Das wird halt auch, ne? Das wird uns auch noch einiges kosten, was hier brauchen wir hierfür. Stein, Holz und Stroh. Okay, da brauchen wir schon mal keine Fasern für. Dekoration, da müssen wir dann gucken. Wo waren denn hier die Treppen? Hamsters. Ja. Holz, Stein und Stroh. Hätte ich mal hier noch eben. Müsste man hier noch ein kleines Dings machen. Da hinbaue, dann können wir da mal ran. Bordert einfach dahin. Der Vorteil hier an diesen Schränken ist, man kann sie nämlich auch wieder aufheben. Und zwar die ganze Zeit. Wenn man sie mal nicht so hingestellt hat, wie man sie gerne hingestellt haben möchte.
Und was hier noch der Vorteil ist, passt auf. Das ist so, ne? Du kannst hier drauf und dann kannst du hier die ganzen Sachen einschätzen. Hier und dann siehst du, dass hier oben das Holz. Ja. Und natürlich auch hier kann ich jetzt wieder hier sagen, hier das einlagern. Ne? Also perfekt. Das finde ich halt nicht schlecht. So, man sieht direkt, was da drin ist. Du musst jetzt nicht wie hier dann unten gucken, so was steht denn da oder steht gar nichts da, hat man nicht eingetragen. Klar kann man das zusätzlich auch noch machen, dass man die dazu schreibt, so, aber muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Mag ich diesen Bot eigentlich ganz gerne. So, alles klar. Jetzt mal eben gucken. Das müssen wir mal da ranpacken. Her. Das könnten wir jetzt auch ein paar Narkotikteile herstellen. Betäubungspfeile her. Dann könnten wir nämlich rein theoretisch sogar, also rein theoretisch, könnten wir uns dann sogar irgendwie hier zähmen, was man betäuben will. Wenn es denn geplant wäre. Weil momentan ist das ja nicht geplant. Aber dabei haben, ne, man weiß ja nie, was einem dann auf dem Weg, wenn man farmen ist, so alles begegnet. Oh, guck mal, wir haben noch Holz. Wir haben ja sogar noch Holz, dann kann ich ja sogar schon... Okay. Ich bin schon wieder Level up. Alter, wie schnell geht das denn? War immer Stairs Rampen. Oh, Stein dazu habe ich nicht. Hier brauche ich Stein dazu. Verdammt, das habe ich vergessen. Okay, alles klar, Leute. Wir müssen losarbeiten. Wir kommen nicht drum rum. Erstmal hier kurz. Ausbauer. Ich muss mal ganz fix. Als es gerade so trocken ist, fange ich an, hier wieder zu husten wie so eine Irre. Ich muss mal kurz ein Schlückele trinken. So. Perfekt. So, dann würde ich doch sagen, Musi, wir wollen dann mal los, oder? Ja, ich weiß, man könnte jetzt auch sagen, hey, ich nehme zwei Tiere mit. Aber dann muss ich auf zwei Tiere aufpassen. Und ja, ich habe halt Angst, dass eins verloren geht. So, deshalb immer nur eins. Kommen wir jetzt nicht so schnell voran, aber... wir diese Axt hier benutzen für Steine. Ja, weil mit der Axt bekommt man mehr Stein raus. Das ist geil. Wie in einem Atlas. Das ist ja auch von Ark so. Mit der Axt mehr Stein, mit der Picke mehr Feuerstein und wenn man Glück hat, sogar mehr Metall. Sagt die Uhrzeit. Es wird auch schon wieder bald dunkel. Die Zeit, ne, die rennt uns schon wieder davon. Das ist der Wahnsinn. Müssen wir auch gleich gucken, dass wir noch ein bisschen Metall mitnehmen. Dass wir uns die Sichel herstellen können, zwecks Fasern. Weil wir werden definitiv viel brauchen. Viel Materialien. Steintechnisch haben wir hier in der Höhle natürlich Vorteil, ne? Ist einiges vorhanden. Ja,
Reiten. First Person reiten. Der scheint Spaß zu haben hier. Guck mal, da ist ein Spucker. Gut gemacht. So. Mal eben wieder folgen. Was ist denn das da hinten für eine Blume? Seht ihr die? Schau mal an, was ist denn das? Spezielle Blume sind in den Farben. Immer die Umgebung im Auge behalten. Können sich ja so viele üble Tiere rumtreiben, die uns gerne zu fressen haben. Aber ich nicht gerne gefressen werde. Ich habe schon wieder Tab gedrückt. Gesinn! Weißt du was? Das sind Pflanzen, die greifen Tiere an. Fleischfressende Pflanzen. Oder die, ich glaube, die spucken so grünes Zeug. Die greifen Tiere an. Könnte man hier oben an den Eingang machen. Die spucken dann, wenn böse Tiere vorbeikommen, spucken die an. Ich glaube jetzt nicht, dass nach unten was kommt. Also, dass da ein böses Tier kommt. Aber hier von hier oben... Wenn wir hier oben der Ding immer sicher, ne? Mal gucken. Oder einfach so als Dekoration. Weißt du, sehen ja bestimmt nicht schlecht aus, so, ne? Müsste man halt dann nur gucken, wie man das macht mit Wasser. Aber da sollte es auch kein Problem sein, da irgendwie Wasserrohre nach oben zu bauen, oder? Würde ich auch nicht hinkriegen. Weil durch diese S-Plus-Wasserrohre ist es nämlich auch möglich, dass man die Wasserrohre dann verschwinden lässt. Also die werden dann nicht sichtbar angezeigt. Wie sieht man da nämlich? Das ist natürlich von Vorteil, ne? Kannst die bauen und sie verschandeln nicht die Schönheit der Umgebung. Auch wieder nicht wirklich Metall eingepackt, ne? Hat ihr schon runtergefallen? Gucken, wo ich hier runterspringe, ohne dass ich mit dem Pack gucke. Ich komme! Pfui! Spring in die Tiefen des Wassers hinein. Die Abkürzung. Schon eine geile Abkürzung. Weiß ich jetzt, keine Haie drin, hier hat es halt nur Fische drin. Ne? Und auf einmal kommt draußen einer reingeschwommen. Ja, ist klar. Das wäre es halt. Aber bis jetzt ist es noch ganz sicher. Und man kann halt echt gut abkürzen, ne?
Vor allem gerade dann gut, wenn man nicht aufs Pferd sitzen kann und langsamer ist. Wenn man halt einfach schwer wird mit der Zeit, wenn man arbeitet, farmt und so. Wir haben halt schon wieder Materialien, ne? Wir brauchen mehr, viel, viel mehr. Aber ich mache es einfach jetzt so, dass wir sammeln, dann bauen wir wieder, dann sammeln wir wieder, bauen wir wieder, sammeln wir wieder. Dass wir auch immer so ein bisschen Abwechslung drin haben. Klar, wir machen jetzt nicht irgendwie hier... Ich laufe jetzt nicht weit weg oder so. Ja. Aber... Das ist eigentlich auch gar nicht. Es ist halt eintönig gerade. Ja, es ist halt einfach... Das macht halt das Spiel. Ja. Man baut sich hier halt auf und dann, wenn wir hier jetzt fertig sind, dann mit dem Häuschen hier so ein bisschen, wir werden auch nach und nach vielleicht noch ein paar Tiere, wie gesagt, für Poldi brauchen wir unbedingt eine Frau. Ja. Wir können uns ja so richtig austoben. So, was machen wir hier? Ich könnte das jetzt reinziehen, so, aber ich hab's ja nicht wirklich weit, deshalb lauft das schnell. Das ja, wir müssten noch Fasern sammeln. Ich glaube, ich habe wieder keine, nicht genügend Fasern. Doch, zweimal. Das ist halt das Leder, brauche ich da nicht drin. Wenn wir dann mal eine richtige Metallrunde machen, dann haben wir auch viel, viel mehr Metall. Dann sind zwei Öfen gar nicht mal so schlecht. Oder später, wenn wir dann zum Beispiel einen Generator haben für Strom, ne, dann brauchen wir Öl oder sowas. Also, das dann schon. So, aber jetzt hier. Fasern, Stroh, Hammer, Strukturen, Wände. So, eine Village Wall. Haben wir doch mal so eine und so eine. Dann brauchen wir noch eine Türe. Dann machen wir mal so eine. Fensterfront. Gleich dunkel, deshalb das Fleisch können wir hier mal reinpacken. Mal Spray eben anmachen. So. Ich weiß nicht, ob das dann hier später machbar ist, dass man hier später dann Fenster einsetzt. Ich glaube, das war nicht so. Uns fehlt Sandstein. Brauchen wir nicht mehr ein Pferd, ne? Da haben wir noch Holz drin.
Okay. Am nächsten Tag müssen wir dann wieder los. Ne? Und noch mehr Stein holen. Wobei wir könnten hier auch mal ein bisschen Stein klopfen. Könnten wir eigentlich auch machen. Will eigentlich auch funktionieren. Das machen wir dann. Machen wir dann. Aber all das in der nächsten Folge von Ark. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bis jetzt.